Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der von unserer Kirche für heute vorgegebene Predigtext steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 22 bis 33. Da heißt es: Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf den See. Und als sie die Jünger sahen auf den See gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst! Und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Lieber Herr Jesus, wir bitten dich, dass du auch heute durch dieses Wort zu uns redest, dass du unsere Herzen berührst, dass du unseren Glauben stärkst und dass wir dann mutig den nächsten Schritt gehen können. Amen. Liebe Gemeinde, ein Tourist kommt an den See Genezareth. Wir haben das letztes Jahr, fast vor einem Jahr, so erlebt. Er will mit dem Boot auch gerne auf die andere Seite fahren und fragt also den Bootsführer: Was kostet denn die Überfahrt? Der Bootsführer guckt ihn an: $20. Wie bitte $20? Das ist ja unverschämt teuer. Ja, mein Herr, sagt der Bootsführer, das hier ist nicht irgendein Gewässer, das ist der See Genezareth. Da ist Jesus übers Wasser gelaufen. Sagt der Tourist: Bei den Preisen würde ich es auch gerne machen. Ehrlich gesagt, als wir da so am Ufer standen, da habe ich auch gedacht, wäre das jetzt eine Sache, wenn er darüber laufen könnte. Allerdings war das bei Jesus, wie wir gerade gehört haben, kein gemütlicher Spaziergang. Da war ein ziemlich starker Seegang, die Wellen gingen hoch. Und was Jesus da tat, das haben wir ja erlebt, das können wir nicht so einfach nachmachen. Das konnte nur er. Und die Jünger sehen es am Ende ganz klar und sagen es ja auch: Das konnte nur er, weil er wahrhaftig der Sohn Gottes ist. Wenn wir diese Geschichte für uns hören und begreifen wollen, dann ist das vielleicht der Schlüssel. Es geht um Jesus, wer Jesus ist. Wisst ihr, deswegen diskutiere ich heute nicht mit euch rum, ob das wirklich so passiert sein kann und wie man es vielleicht in unserer modernen Welt erklären könnte. Die Frage ist eine ganz andere. Ist er wirklich der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist? Denn wenn er das ist, dann ist das auch für uns heute. Und dann gewinnt diese Geschichte eine tiefe Bedeutung auch für uns. Ich will so drei Blicke draufwerfen und euch auf so drei Punkte aufmerksam machen. Das erste:
Wir wollen heute von Jesus lernen, was uns im Glauben weiterbringt. Unmittelbar vor diesem Gericht ist ein anderes Wunder erzählt, nämlich die Speisung der 5000. Jesus war dabei gerade zum Superstar geworden, wird man heute sagen. Das Volk himmelte ihn an und wahrscheinlich fanden das die Jünger richtig gut. So im Glanz des Meisters zu stehen, angesehen, beachtet, bewundert zu sein. Aber Jesus weiß, das ist nicht der Weg, diese Welt zu erlösen. Deswegen beginnt unser Text mit dem Satz, er trieb die Jünger ins Boot, er schickt sie weg. Im griechischen Urtext heißt es sogar noch brutaler, er zwang sie. Nicht das Bad in der Menge würde sie weiterbringen im Glauben, sondern eben das andere. Zu erleben, dass der Glaube sich in Anfechtung bewähren kann. Deswegen schickt er sie ins Boot. Vielleicht kennt ihr das auch, dass Gott uns manchmal in unserem Leben Wege führt, die wir uns freiwillig ganz bestimmt nicht ausgesucht hätten. Hier sehen wir in dieser Geschichte, das können trotzdem Gottes Wege sein. Und selbst wenn es durch raue See geht, er will uns weiterbringen im Glauben. Er will uns selbst durch Not hindurch zu seinem guten Ziel bringen. Und noch was können wir von Jesus lernen, was uns im Glauben weiterbringt? Er sucht die Stille, um zu beten. Das lesen wir immer wieder in den Evangelien. Das war seine Kraftquelle. Die Verbindung mit dem himmlischen Vater, sich neu ausrichten lassen. Die Holzfäller, ich bin da ja gerade so ein bisschen dran, seit wir unseren Ofen haben, die Holzfäller nehmen sich immer wieder Zeit, ihre Säge zu schärfen, weil sonst auch die Arbeit nicht recht vorangeht. Unsere Welt, und ich merke es an mir ja am allerdeutlichsten, ist ganz stark auf Aktion ausgerichtet. Da muss immer was laufen. Und das will ich heute für mich ganz besonders auch hören. Diesen Hinweis, dieses Lernen von Jesus, die Zeit vor Gott, das ist Sägeschärfe. Das bringt uns im Glauben weiter. Wir gehen ein Stück in unserer Geschichte weiter. Das Zweite, auf das ich euch aufmerksam machen will, das habe ich überschrieben. Mit Jesus rechnen, auch wenn ich ihn nicht sehen kann. Wir gehen in unserer Geschichte zurück zu den Jüngern, die inzwischen mitten auf dem See sind. Ein heftiger Sturm tobt. Es gibt, so heißt es ausdrücklich, ganz viel Gegenwind. Die Gemeinde Jesu hat es immer wieder so erlebt. Und nicht umsonst haben wir gerade von dem Schiff, das sich Gemeinde nennt, gesungen. Es gibt eben stürmische Zeiten. Ich denke zuerst an unsere verfolgten Glaubensgeschwister in nicht wenigen Ländern dieser Erde. Aber ich denke auch bei uns an Menschen und an Gemeinden, die Jesus nachfolgen wollen und die das eben erleben. Es gibt auch Gegenwind, Stürme. Und wisst ihr, uns geht es da nicht viel anders wie den Jüngern damals. Wir denken, wir sind die Fachleute, wir wissen doch, wie das läuft. Und auf einmal sind wir mit unserem Latein am Ende. Was mich so ein bisschen traurig gemacht hat, als ich die Geschichte gelesen habe, weil ich das auch bei mir selber und bei uns leicht erkenne, das ist das, was ich bei den Jüngern eben auch beobachte. Mitten im Sturm, das sind all die ganzen schönen, frommen Gedanken wie weggeblasen. Da strampelt man sich ab, da kämpft man, da rackert man und kein Gedanke mehr an Jesus. Zum Glück ist es umgekehrt anders. Jesus denkt an seine Leute. Er ist längst unterwegs zu seinen Jüngern, wo sie ihn noch für ein Gespenst halten und in panisches Geschrei ausbrechen, da sieht er ihre Not und kommt ihnen zu Hilfe. Und lasst mich einfach so persönlich sagen. Er sieht auch dein persönliches Glaubensschiffchen. Es
vielleicht auch gerade durch so einen Sturm durchmusseln, wo die Wellen hochgehen. Vielleicht Wellen der Angst vor Krankheit oder vor Verlust des Arbeitsplatzes. Vielleicht auch eine Welle der Angst, ob ich es schaffe, seinen Weg zu gehen. Oder Welle der Not und des Leides oder Welle der Sorge. Jesus sieht dich und er kommt. Er ist größer als diese Welle. Wisst ihr, die Jünger haben doch mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass Jesus auf dem Wasser durch den Sturm hindurch zu ihnen kommt. Und sie erfahren und bezeugen, du kannst mit Jesus rechnen. Du kannst auf ihn zählen. Er ist größer als diese Wellen. Er ist größer als unser Vorstellungsvermögen. Und das will ich eben auch mitnehmen heute, dass wir neu lernen, Jesus in den Stürmen unseres Lebens nicht auszublenden, sondern mit ihm zu rechnen. Auch dann schon, wenn wir noch nichts von seiner Hilfe sehen. Und damit bin ich beim dritten und letzten. Ich habe es überschrieben, was uns Halt gibt, das ist auf Jesus sehen. Auf Jesus sehen, das gibt mir Halt. Der schönste Satz in diesem Bericht ist ganz zweifellos. Jesus spricht zu diesen vor Angst fast verrückten Jüngern. Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Nein, Jesus ist kein Gespenst. Jesus ist keine billige Vertröstung. Er ist da. Und was immer dir Angst macht, hör es auch für dich persönlich. Sei getrost, ich bin's. Fürchte dich nicht. Vielleicht geht es dir wie Petrus, dass du das nicht so recht glauben kannst. Weil der Sturm ja nicht aufgehört hat und du im Zweifel bist, ist es eine Einbildung oder ist es Wirklichkeit? Petrus will es ganz genau wissen. Hopp oder top. Entweder ich gehe unter oder er hält mich. Er will Klarheit. Wisst ihr, ich bewundere diesen Wagemut, der Gewissheit will, der Gewissheit braucht. Und ich finde es so toll, dass Jesus ihm diese Gewissheit schenken will. Manchmal denke ich, es ist gar nicht so einfach zu beten. Gott, zeig mir meinen Weg. Zeig mir, was dein Weg ist. Ich will ihn gehen. Da gehört manchmal auch so etwas wie so ein Wagemut dazu. Zeig mir deinen Weg, Jesus. Ich will ihn gehen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass er das hört. Und dass er dir den Weg zeigt und dass er sagt, komm, geh ihn. Naja, Petrus fällt ja ein bisschen auf die Nase. Ich finde es so tröstlich, dass er kein Glaubensheld ist und dass Jesus ihn trotzdem hält. Wie oft liegen auch bei uns Glaube und Zweifel, Stärke und Schwäche, Vertrauen und Versagen ganz dicht beieinander. Jesus hält mich, auch wenn mich die Angst mal wieder gerade runterzieht. Petrus hat das begriffen. Auf Jesus sehen, eben nicht auf die Wellen. Das gibt mir Halt. Und Hudson Taylor, der große China-Missionar am Anfang des 20. Jahrhunderts, der hat gesagt, ich brauche keinen großen Glauben, sondern den Glauben an einen starken Gott. Jesus steigt dann mit Petrus zusammen in das Boot zu den anderen Jüngern. Und auch das hat für uns eine Bedeutung. Es ist einfach gut, dass wir im Glauben keine Einzelkämpfer sein müssen. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir können uns gegenseitig stärken und helfen als Gemeinde. Wir können uns helfen, auf Jesus zu blicken. Er ist bei uns und der Sturm muss sich legen. Am Ende bleibt die eindrückliche Erfahrung,
führt uns nicht immer den leichten Weg. Aber er führt uns seinen guten Weg. Einen Weg, wo wir weiterkommen im Glauben und in der Nachfolge. Es sind Wege, die manchmal durch Stürme gehen, keine Frage. Aber wir können lernen, Kraft aus dem Gebet zu schöpfen. Wir können lernen, mit Jesus zu rechnen, auch wenn wir ihn noch nicht sehen. Und wir können erfahren, auf Jesus sehen, das gibt Halt.